Shang Tsung, Sub-Zero, Jirai Ryu Fire Garden. Fight! Sub-Zero wins. Ja. Vielleicht schaffen wir das immer morgen noch fertig zu machen. Mach mal, Mensch. Ich würde gerne mal hören, was du sagst. Was, ja, meine Schwester würde vielleicht eine Woche haben. Die will den jetzt haben und die guckt ihn sich wahrscheinlich am Wochenende an und danach geht es gleich wieder an. Aber vielleicht schafft es gut. Vielleicht schaffst du es ja bis dahin. Ja, das ist kein Problem.
The Hourglass. Das ist ein richtig, richtig cooles Spiel hier, Wahnsinn, also. Cool, ja, direkt irgendwo hat man so 20 bis 25 Stunden gespielt. Mensch, das ist richtig, das ist genial. Ja, auf jeden Fall, manche anderen hat durchaus 25 Spielstunden, wenn sie alles suchen wollten und sowas, ne? Genau. Special Forces Desert Command. Fight.
Sub-Zero wins. Sub-Zero. Sub-Zero. Black Dragon Fight Club. Let's go.
Let's go.
Final round. Fight. Sub-Zero wins. Ist ja dann natürlich still, ne? Wenn ich jetzt sage, ja, jetzt ist genug jetzt, ja. Dann ist er dann eben auch still. Aber ich weiß dann, dass er so, es kann sein, dass er eine halbe Stunde vorm Film dann irgendwann keinen Bock mehr hat oder sowas, weißt du, dass der so unruhig wird und sowas. Also ich weiß nicht, ob die zwei vielleicht zu jung sind fürs Kino. Es könnte sein. Okay. Also, normal, also so wie ich es jetzt von anderen Eltern kenne, es gibt ja keine Vorgabe oder sowas, ne? Die meisten gehen eigentlich so, zuerst so mit 6, 7 ins Kino, dass die dann eben auch die Geduld haben, den Film zu gucken oder sowas, weißt du? Das weiß man halt nicht vorher. Das weiß man nicht so. Nicht, dass wir andere unterhalten und die irgendwie von hinten mit Popcorn beworfen werden oder so, weißt du? Ich will doch gar nicht ins Schild. Ja, ich bin fort, ja. Das war so eine Idee, weil der. Wir wollten ja beide hier Peter Hase gucken. Ja. Soll er auch Zelda spielen oder was steht bei dir auf dem Plan? Oh, ich weiß noch nicht, keine Ahnung. Ich habe ein bisschen was zu erledigen könnt. Vielleicht knapp mehr an. Ah, okay. Froh ich das hinter mir habe hier. Ja. Da muss ich. Da kann ich noch nicht hin. Scarlet. So, okay. Tank Garage Bunker. Ich da wieder zurück. Fatality, okay. Sub-Zero wins. Der hat die Schnauze. Fünf Stück wieder, ne, oder? Ja, ich muss 10.000 Blutpins zusammenkriegen und 10 Fatal Plows. Der hat mir das jetzt aber verwehrt, weil der ist rausgegangen. Der hat gleich die Schnauze voll gehabt. Oh, okay. Ach, naja.
Die sind schon mal abgeflogen. Ich habe jetzt schon so ein, zwei Sachen, die ich noch nicht machen kann. Ja. Und da ich aber Gefahr laufe, irgendwann im Laufe des Spiels. Hast du vergessen? Sowas zu vergessen? Kann ich mir sowas auf, damit ich es nicht vergesse. Keine schlechte Idee. Also, was ich vorhin mit Christiane besprochen habe, war dann eben, ja, für den Fall, dass einer von beiden vielleicht irgendwie nicht durchhält oder Rabatt macht, will raus oder sowas, ja, ist es für den anderen Zwerg dann natürlich auch doof, wenn der andere rausgeht oder sowas, weißt du? Ja. Das sagst du einfach. Ja, ich weiß es nicht. Also ich kann Kali da schon impfen und kann sagen, hier, denk dran, Kinotag, und würde ihm das auch nochmal erklären. Ja. Kinder kannst du nicht machen. Ne. Nein! Oh, ich bin verloren jetzt. War knapp. Oh Mann. Und der nächste, das ist noch ein Klasse. Okay.
Round 2. Fight! Ach komm, hätte ich schon wieder gewonnen, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich denke immer so, wenn man so ein bisschen aufgeregt ist, ne, der Kampfflieger, läuft's gar nicht. Wenn es ein völlig Rille ist, wie mir gerade, ja, dann läuft das irgendwie. Dann läuft das.